Qubit Sample, let's go. Wir sind hier in FL und ihr seht, ich habe schon ein bisschen den Beat arranged und sowas. Das wird das Sample sein, das wir uns heute angucken. Ich solo das Ding mal. Dann schauen wir uns mal an, wie ich das Sample gemacht habe. Ich habe als erstes eine simple Akkord-Progression eigentlich genommen. Da habe ich einfach erst einen Moll-Dreiklang, dann habe ich einen vermittelten Dreiklang und dann nochmal, was habe ich hier, nochmal einen Moll-Dreiklang. Habe die ein bisschen gestrummt, sieht man hier. Die sind ein bisschen weiter nach vorne gezogen, also einfach Alt S und dann Strummizer und dann verwende hier die Länge. Genau, so hört sich das dann an. Ich habe als Instrument Bells genommen. Nein. Genau, das ist echt so die Chord Progression. Dann habe ich noch einen kleinen Lied drüber gelegt, so dass ein bisschen was abgeht so. Das war's dann eigentlich auch schon. Und dann habe ich nochmal Akkorde gemacht am Klavier und habe immer den untersten Ton eins nach oben gesetzt. Also um eins nach oben transponiert. Und das Ganze hört sich dann so an. Auf die Bell habe ich folgende Effekte drauf geklatscht, habe ich eigentlich gar nichts drauf geklatscht, habe ich nur einen kurzen EQ gemacht. Sieht so aus, das Ding. Für den Lead habe ich eigentlich auch, glaube ich, nicht so viel gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, bloß EQ'd. Genau, dann habe ich auch ein bisschen EQ'd. Am besten ein bisschen die Höhen rausgenommen, dass das für die Bells, für die Drums frei bleibt und die Tiefen für die 808. Und genauso habe ich das dann beim Klavier gemacht. Da ist nicht nur ein EQ drauf, also das ist der EQ, den ich am Ende draufgeballert habe. Ich habe erstmal Fruity Reverb, Wet ganz hoch, Dry ganz runter, damit es sich sehr von weit weg anhört praktisch, also dass man nur den Reverb hat. Und den Decay habe ich ein bisschen runtergedreht. Dann habe ich ein bisschen an dem kleinen Ding hier einfach ein bisschen rumgedreht, bis sich es für mich gut angehört hat. Dann hat sich es so angehört. Voll wird es sich so anhören, da hat man den Hit nicht mehr wirklich. Dann ein bisschen Dry dazu gemixt, das ist ja der Dry-Wet-Knob. Dann habe ich ein bisschen Delay draufgepackt, also Ping-Pong. Hin und her, habe ich Preset genommen. Genau, habe dann auch so ungefähr hingedreht, bis es mir gepasst hat. Und dann natürlich ein EQ drauf. Also das Klavier so ein bisschen im Hintergrund drückt, aber so ein bisschen mit dem Lied verschmilzt und einfach so ein bisschen ja, Ambience gibt dem ganzen Ding. Ja, genau, und zusammen hören sich die drei Dinger so an. Man hört den Lead und das Piano fast gar nicht. Also man hört es schon so im Hintergrund ein bisschen, dass was abgeht. Aber man hört eigentlich als hauptsächliches Instrument die Bells und das soll ja auch so sein. Genau, dann habe ich den ganzen Kollegen einmal exportiert. Dann habe ich das Ganze in Fruity Slicer gepackt und habe es einfach so gechoppt, dass es mir gepasst hat. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe das so gemacht, ich habe diese Pattern hier, habe ich praktisch im Song zweimal hintereinander gemacht, also gedoubled. Und dann als ein Sample exportiert und in Fruity Slicer gezogen. Und was ich dann im Fruity Slicer gemacht habe, ihr seht es hier schon, das hier, das ist praktisch das ganze Sample von vorher, also diese Sektion hier, die vordere, ist die hintere, bloß dass die hintere habe ich jeden einzelnen Chop habe ich praktisch reversed. Ich kann einfach, wie es mir passt, praktisch das gechoppte reversen und das habe ich auch hin und wieder mal gemacht. Hier oben, man sieht es, man rechnet einfach immer den Beat, den man gerade hat, plus 8, also in dem Fall ist 9. Das ist der Reverse, das ist der normale, das ist der Reverse und ja genau, 9 bis 16 waren mir die Reversen. Das habe ich dann 1, 2, 3, 4 mal genutzt und dann hat sich's, nachdem ich es gechoppt habe, hat sich so angehört. Ja, so hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Dann habe ich das ganze Ding einfach nochmal exported, also hört sich das so an. Logisch, haben wir ja gerade gehört. Dann habe ich was sehr Seltsames gemacht. Ich habe dann ich hab praktisch vier Instanzen von Glitch hier laufen. Glitch 2. Ich habe ein einziges gemacht, wo alle. Also ich habe vier Sachen gemacht. Einmal so Tape Stop, da machst du. Und einmal hier, sieht man hier, das ist der Tape Stop. Und alles Mögliche. Also so ein Retrigger, da machst du so. Also genau, also. Da wiederholt sich das Sample einfach in 32. Schritten oder was weiß ich, was ich es eingestellt habe. Ich glaube, ja, hier 32. Und habe diese vier Teile praktisch in einzelne Instanzen geladen und habe dann
Hier sieht man schon die vier Automation Clips. Hab die dann je nachdem angemacht oder ausgemacht, denn ich wollte nicht alle vier auf dem ersten Part des Samples haben und auf dem zweiten auch, sondern ich wollte ein paar auf dem ersten Part haben und ein paar auf dem zweiten. Also habe ich praktisch Automation Clips gemacht, dass ich auf dem ersten das habe und dann schaltet sich das aus, der Effekt, und dann habe ich das nicht mehr auf dem zweiten Part. So. Im Endeffekt habe ich dann kurz drauf, habe ich noch beim Maximus ein bisschen compressed Sample, damit es nicht so ganz. Also man sieht hier, es ist ziemlich, es hat ziemlich ein. Ja, also ziemlich große Abstände. Hier ist einmal fast, dass es klippt, und hier unten ist einmal so, dass man fast gar nicht hört. Und das wollte ich eben nicht mehr haben. So wie es hier ist, man sieht es hier ein bisschen, ich habe es nicht normalisiert, aber ja, genau. So, und das ist dann zu diesem Sample hier geworden, das sehr compressed ist. Dann habe ich nochmal EQ draufgehauen und dann war das Sample eigentlich fertig. Die Effekte von Glitch 2, das ist hier einmal ein Gate, also es macht so, also es macht immer wieder das Sample kurz an und aus, so praktisch das, dass ich, hier sieht man das Gate, dass das Volume immer so hin und her schwankt praktisch. Dann habe ich den Retrigger, den habe ich ja gerade schon erklärt. Dann habe ich drauf gemacht einen Tape Stop, das ist sehr interessant, wenn man das vor einem Snare-Hit macht, also am besten hier auf die 3 oder auf die 7, eins von den beiden, weil da hittet ja die Snare meistens. Und wenn man diesen Tape Stop hat, kurz bevor, also vor dem Beat von der Snare, dann hittet die Snare 5000 Mal harder. Und ja, genau. Das ist eigentlich so der Sinn dahinter. Dann habe ich nochmal einen Retrigger gemacht. Also, ja, und dann wird halt aus folgendem hier. Durch Compression wird dann halt das draus. Genau, das war eigentlich so alles, was ich zu dem Sample gemacht habe. Ich habe dann, wie gesagt, noch kurz Sounds drunter gelegt. Ich habe dann, wie gesagt, hier noch so ein kurzes Intro gemacht, dass ich von einem High Pass praktisch, von einem Low Pass praktisch die Frequenz wieder hochgehe. Und dann kommt es so aus der Tiefe praktisch. Was sieht dann so an? Kurz mal Tag drauf geklatscht natürlich. Und dann hier oben, man hat schon gerade ein bisschen angehört, habe ich hier, wie man sieht, den Channel Pitch. Also ich packe meistens das normale Sample ins Intro, wie es da vorgeklungen hat, und danach, nach der Bearbeitung, kommt halt das Hauptsample praktisch, und zwischendrin habe ich so einen kleinen Übergang, wo dann praktisch der Pitch von dem normalen so runtergeht, so damit es sich praktisch anhört, als würde ich so eine Art, na, wie hört sich das an, als würde ich eine Schallplatte stoppen vielleicht. Hört sich folgendermaßen an. Genau, und dann kommt halt direkt das Sample mit Kick und Snare rein. Hi-Hats. Wo haben wir es denn? Genau hier, ein Snare Riser. Das ist praktisch so eine Art White Noise oder Riser-Hinführung auf die nächste Snare. Und ein Riser vor einer Snare, zeige ich ja im letzten Video schon erklärt, die Snare, die hittet 5000 Mal harder. Ja, das hört sich so an, das ganze Ding. Und zusammen mit der Snare hört sich so an. Krass. Ich habe den Beat jetzt, wie gesagt, nicht gemixt, gemastert, noch gar nichts. Ich habe einfach kurz ein paar Drums runtergelegt und meinen Tag draufgepackt und ein kurzes Intro gemacht und dann, ja. Genau, so im Grunde genommen war es jetzt eigentlich. Ich blende jetzt nochmal das Sample ein und